Guten Morgen, guten Abend oder Hallöchen. Wir versuchen uns am Magda. Magda treffen wir hier auf Inferno mit meinem Mönch. Und sie ist eine der Zwischengegnerinnen im Akt 2. Das heißt, ja, hier könnte es nochmal interessant werden. Mal schauen, ob das funktioniert. Sollte dieser Versuch hier glücken, dann werde ich euch danach natürlich auch zeigen, was so momentan meine Items sind, meine Stats sind und so weiter und so fort. Überzeugt, dass das klappt, bin ich noch nicht. Aber schauen wir mal. Im Moment sieht es ja ganz gut aus. Momentan mit den Donnerfäusten, die Hauptattacke. Jetzt heißt es ausweichen. Diese Viecher haben einen Schlag, der extremst anstrengend ist, wie die da war. Der tut dann doch enorm weh. Schon ein, zwei Mal tatsächlich da ein One-Hit von gewesen. Mit anderen Worten, dann hat ein Schlag gereicht, um mich komplett aus den Latschen zu kloppen. Und im Moment sieht es gut aus. Ich habe den Templer an meiner Seite. Jetzt wieder diese Viecher. Ein Templer aus dem Grunde... Boah, ihr habt das gesehen. Ein Hit hat gereicht. Gut, probieren wir es nochmal. Das ist das große Problem. Ich wurde im letzten Video beim Schlechter darauf hingewiesen, mach doch einfach ein bisschen... nimm doch einfach ein Schild. Das Problem ist, wenn ich ein Schild mittrage, habe ich leider keine Waffe, die als Ergänzung angemessen ist, weil ich eben sehr auf Life Leech, also Leben pro Treffer, orientiert bin. Weil ich den Eindruck habe, dass das ganz gut funktioniert und da habe ich keine entsprechende Waffe, um sie einem Schild hinzuzufügen. Das heißt, ich habe eine Waffe, die wirklich Schaden macht und eine, die eben das Leben pro Treffer mitbringt. Und, so. Was nochmal probieren. Ja, die erste Phase hatten wir ja gerade eben auch geschafft. Im Grunde genommen ändert sich nicht viel, nur immer ein Mob dazu. Es ist technisch gar kein Problem. Hier ist einfach nur Aufmerksamkeit gefragt. Und ihr habt gesehen, das geht relativ flott, dass man hier mal einen Fehler macht. Aber es kann auch funktionieren, wie hier. Und dann ist das alles wunderbar. Auch also von der Schwierigkeit her für dich als Spieler ist das Ganze relativ niedrig. Da sind die Champion-Packs in den meisten Fällen tatsächlich gefährlicher. Einzig so ein bisschen Aufmerksamkeit muss man hier halt haben, damit man nicht da in diese Schläge kommt. Wenn die Teile anfangen zu leuchten, also die Waffen, dann jetzt halt ein bisschen... Bisschen schmerzhafter. Aber was Blizzard jetzt wohl machen wollte, war jetzt mein Stand der Dinge. Die wollen, dass diese Viecher sich nicht mehr mitdrehen. Das heißt, dass man zur Seite auch ausweichen kann. Das ist im Moment nicht möglich. Die drehen sich mit dir als Nahkämpfer mit. Aber gut. Auch das ist durchaus lösbar. So, ihr habt es gesehen. Erste Mal Magda auf Inferno für mich. Tada! Und wir schauen mal eben, wie die Fertigkeiten ausschauen. Da hat sich nicht so viel dran geändert. Ich glaube, das sind sogar ganz genau die Fertigkeiten, die wir beim Schlechter-Video auch gehabt haben. Das heißt, da werde ich nicht weiter drauf eingehen, sondern euch einfach dann bitten, da dieses Video anzuschauen. Das entsprechend hier dann auch verlinken. Und im Inventar haben wir ein, zwei neue Items. Zum Beispiel dieses hier. Wie gesagt, das ist meine Waffe um den Life Leech. Jeder Treffer fügt 390 Leben hinzu plus 190 Leben durch den Sockel. Zu bekommen. Ich habe momentan 43.000 Leben. Das kommt nicht zuletzt eben durch ein neues Amulett und so weiter und so fort. Also ihr seht, 1028 Vitalität, 1277 Geschick. Dementsprechend auch relativ gut Rüstung. Jetzt schauen wir mal hier, wir haben die Widerstände etwas reduziert oder ich habe die Widerstände etwas reduziert, einfach zugunsten eben der Rüstung und des Lebens, weil, naja, meistens war ich eben das One-Hit und also der Einschlag einmal draufhauen, tote Mönch und das ist dann als Nahkämpfer nicht ganz so sinnvoll. Es hat funktioniert, ich freue mich wie ein Schnitzel und habe es tatsächlich auch geschafft, hier, wie ihr seht, 5 Stacks durch die Nephalim-Geschichten zu bekommen. Also es funktioniert noch nicht gut, es ist noch richtig teuer hier, um hier weiterzukommen. Also ich bin sehr viel am Reparieren und sehr viel am Sterben, aber ich komme langsam weiter. Und das freut mich und vielleicht schafft ihr es auch mit diesem Setup. Ich wünsche euch viel Spaß im Akt 2 von Diablo 3. Euer Frodo.